Eine interessante Frage ist, darf ich Dhikr im Kopf machen, also ohne meine Zunge zu bewegen? Du kannst es natürlich versuchen, aber das ist nicht Dhikr an sich gemeint. Dhikr ist, indem deine Zunge sich bewegt und mindestens so laut ist, dass du dich selber hören kannst. Also du sagst, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Das ist der Mindestding, dass das überhaupt als Dhikr zählt und es aufgeschrieben ist und der Lohn steht. Weil wenn das nur in deinem Kopf ist, hast du eigentlich fast keinen Lohn für diese Sache. Außer für die Niyyah, die Absicht natürlich dahinter. Na'am. Deswegen, Dhikr im Kopf alleine genügt nicht. Es muss die Zunge dabei sich bewegen. Mindestens musst du dich selber dabei hören. Barakallahu fikum.